Hey Leute, Cramex hier und heute werde ich meinen eigenen V-Bucks-Laden eröffnen. Vergesst nicht, das Video zu bewerten und meinen Kanal zu abonnieren. Creator Code der Cramex OG. Und Leute, Haare natürlich gestylt, immer mit Black One. Ihr wisst Bescheid. Und ich würde sagen, let's go. Wir fahren jetzt erstmal zum Laden. Ich bin jetzt hier gerade bei Quiltichel angekommen. Wir sind auf jeden Fall schon die Paulberge im Hintergrund. Jetzt wird hier der V-Bucks Shop eröffnet, Leute. Let's go, hier Quiltichel auf jeden Fall auf Bar checken. So Leute, herzlich willkommen beim V-Bucks Shop hier in Köln. Auf jeden Fall die Paulberger sind auch schon mit am Start. Ich würde sagen, drück mal den Like-Button. Jetzt gibt es auf jeden Fall mal ein paar V-Bucks auf meinen Nacken. Let's go. Es wird hier ausgelost. Wer antreten darf? Aber noch nicht aufmachen. Check den mir. Ja. Außer Ehren, Mann. Ey, du kannst doch den Creator Code singen, ne? Ja. Sing mal, Bruder. Sie haben ein X gezogen. Er hat alles ein X. So, wie sieht es bei euch aus? Kein X? Ah, es tut mir leid, Jungs. Er hat auch bekommen. Okay, das heißt, ihr. Okay, nice. Die Leute, die jetzt gerade keinen losgezogen haben, Leute, erstmal ein schönes Slush-Eis auf meinen Nacken hier. 5 Stück, komm. Die anderen kriegen später noch ein Slush-Eis, aber die müssen erstmal hier Fußabweck-Battle gegen mich machen. Okay Leute, jetzt geht's hier los. Erste Paulberger, der gegen mich antreten wird. Ich würde sagen, ich schnappe mir mal 2 Booster-Packs. Und du darfst erstmal entscheiden, links oder rechts. Welches willst du nehmen? Das ist jetzt rechts ist immer Glück. Okay, von deiner Seite aus rechts. Oder würde ich sagen, schneiden wir das mal auf. So, warte, aber noch nicht alle rausholen. Okay. Ich mache das Ganze hier ein bisschen auf spannend, bitte. Einzeln? Mach das mal auf und dann jeder einzeln eine Karte mal rausholen. Ich hab wieder. Ach du Scheiße. Fangst du ab? Ja, ich kann anfangen. Und zwar, ich habe hier einmal einen lilanen Skin, Leute. Könnt ihr hier sehen? Den lilanen Sanctum-Skin. Okay, hau du raus. Drop raus, komm. Ich hab einen goldenen. Boah, okay, goldener, das heißt 2000 V-Bucks. Ach du Scheiße. Okay, direkt 2000 V-Bucks für ihn. Ich bin gerade bei 1500 V-Bucks. Nächste Karte, eine blaue. Könnt ihr hier sehen? Das sind 1200 V-Bucks, das heißt, ich bin jetzt bei 2700. Ich habe auch einen blauen. Okay, das heißt. Basketball, 3200. Das sind unnötige Karten, wir zählen nicht diese Loading Screens, weg damit. Dann habe ich hier noch meinen grünen Skin. Der grüne Skin zählt als 800 V-Bucks, genau. Das heißt, ich bin jetzt bei. Diesen Rechnung. 3500. Ja. Könnt ihr auch hier mal eingeblendet sehen, Leute. Mach du deine nächste Karte. Loading Screens weg, wir zählen nicht. Auch weg. Und ich bin Spitzhacke. Spitzhacke zählt auch nicht. Okay, das war's. Und ich habe auch nur noch eine Spitzhacke. Das heißt insgesamt, du bist bei 3200 und ich bin bei 3500. Scheiße. Oh, shit. Alter. Spannend. Das heißt, er konnte jetzt an der Stelle leider noch keine V-Bucks-Karte sich ergattern, aber du bekommst natürlich trotzdem ein Slush-Eis hier. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem nächsten Gegner. Okay, es geht weiter. Der zweite Paulberger, ich würde sagen, wir legen nacheinander wieder die Karten raus. Fang an. Eine blaue Karte hat der einmal. Kannst du hier mal zeigen? Hier, was ist das? Diese Schnörkel ab. Schnörkel ab hier. Keine Ahnung. Blaue Karte. Das heißt 1200. Ich habe hier auch eine blaue Karte. Diese Piraten, oder? Oh, spannend. 1200. Es bleibt spannend. Weiter. Ich habe hier auch unnötige Karte. Ist das nicht? Nee, zählen auch nicht. Nur die Skins. Und dann schon einen grünen. Einen grünen. Kaktusfrau. Okay, er war gewonnen. Auch direkt mal noch einen grünen. So. Und das war's bei dir? Ja. Alter, okay Leute, das heißt diesmal ist Gleichstand, weil der Laden hier natürlich mega korrekt ist, würde ich sagen. Herzlichen Glückwunsch, Karte geht raus und nicht bei Gleichstand. Wird ja auch eine Karte rausgekommen. Let's go, der erste Gewinner. Weiter geht's. Okay Leute, der nächste Kunde ist im V-Bucks Shop angekommen. Bruder, denkst du, du kannst gewinnen? Ja. Naja, er hat gerade noch seine Gebete auf jeden Fall. welches Booster-Pack willst du haben? Okay. Nächstes Mal mit. Hey, ach, immer das weiß ich ja nicht ernst hier. das sehe ich schon die eine oder andere Karte. Okay, wir legen wieder nacheinander die Karten hin.
Ich würde sagen, ich droppe hier direkt erstmal raus. Blauer Skin, Leute. Chromium Skin, blau. 1200 Punkte auf mich jetzt. Was hast du? Auch ein blauer Skin, okay. Lincoln. Das heißt, Gleichstand. Welche ist das? Ladescreen kannst du aussortieren. Ladescreen ist Müll. Ladescreen Müll. Okay, es geht weiter. Lady Pac-Man, nur Skins. Wieder Gleichstand. Scorpion. Ein grünen Skin hat er noch und ich habe auch noch mal einen grünen Skin. Das heißt, Gleichstand schon wieder. Du weißt, was das bedeutet. Herzlichen Glückwunsch, auch du bekommst 2000 V-Bucks auf meinen Nacken. Danke, ich würde gerne. Und wieder einmal hat ein Kunde in den V-Bucks-Laden gefunden, Leute. Welchen Creator-Code benutzt du? Kramex-Modi. Okay, Glück, sonst hätte er Hausverbot bekommen. Und auch du darfst dich wieder für ein Booster-Pack entscheiden. Nimm Link. Oh, okay. Ob das die richtige Entscheidung war, das werden wir gleich erfahren. Lena, mach dein Booster-Pack auf. Aber zeig doch nicht all deine Karten. Dann würde ich sagen, leg deine erste Karte. Was hast du hier? Blau. Eine blaue Karte. Ja, das heißt 1200 Punkte. Baby Boy. Weiter geht's. Was hast du noch? Oder warte, ich lege erstmal. Du hast gesagt, eine blaue Karte kann ich auch spielen. Skull Ranger am Start. 1200. So 1200. Taxi, grüne Karte. Taxi Skin. Das heißt, das sind dann 2000 Punkte jetzt. Und ich habe auch noch mal einen grünen Skin hier. Auch 2000 Punkte. Was hast du? Ehre genommen. Oh mein Gott, okay. Er zockt noch einen dritten Skin. Nochmal grün. 2800. Das heißt, er hat mehr Punkte als ich. Und deswegen würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch auch du. Mein Freund, bekommst du mir 2000 V-Bucks hier. V-Bucks. Gerne, gerne. Let's go. Weiter. Wer ist der Nächste? So, Leute. Meta hat auch wieder den Weg in den Fortnite-Shop gefunden. Das ist heute mein letzter Kunde. Mehr Booster Packs habe ich leider nicht mehr übrig. Lass aber ein Leck, damit ich das Ganze nochmal wiederholen soll. Erst lecken, dann schon. Exakt, so läuft das. Okay, welche Karte willst du? Okay, mach dein Pack auf. Aber zeig noch nicht deine Karte. Oh. Okay, fang du an. Ich habe Radiant Striker. Oh, blauer Skin direkt, okay. 1200 Lieber. Genau, 1200. Ich würde sagen, jetzt haue ich erstmal raus. Ich habe hier auch noch einen blauen Skin, Leute. 1200 V-Bucks für mich. Okay, für mich wieder, ich habe den Gabi-Skin. 800 V-Bucks. Okay, dann haue ich wieder raus. Ich habe hier auch noch einen grünen Skin, auch 800 V-Bucks. Oh, mein Lieblingsskin. Die Schiri, Alter. Das war's. Das war's bei dir? Bei mir, ich habe auch nur noch Loading Screens. Das heißt, es ist Gleichstand, ob du bekommst deine 2000 V-Bucks, Leute. Let's go. Ey, weißt du, was du da hinten, weil du Pech hattest? Komm, ich schenke dir trotzdem. Oh mein Gott, Ehrenmann, Bruder. Danke. Ein kleiner Kurs, Creator-Pack. Ihr alle, holt euch alle. Hier, Schlüssel. Leute, dann würde ich sagen, das soll's von dem Video gewesen sein. V-Bucks-Shop in Real Life. Bye, bye. Zwei V-Bucks alle. So Leute, ganz kurz hier noch, jetzt ein bisschen ruhiger, die ganzen Powerberger sind jetzt weg, hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht, lasst mein Like da, wenn ihr sowas feiert, an der Stelle auch Gruß geht raus an Grill to Chili in Köln, danke, dass ich das hier in dem Laden machen durfte, checkt den Laden mal aus, dann würde ich sagen, bis dahin. Okay, meine Freunde, ich bin jetzt hier gerade auch wieder zu Hause angekommen. Auf jeden Fall noch danke an alle Paulberger, die auf jeden Fall gerade mit dabei waren bei diesem Event oder beziehungsweise gestern, weil ja, jetzt ist der nächste Tag und ich nehme das Ganze jetzt auf. Und zwar, ich dachte mir jetzt gerade noch Folgendes, ja, ich war gerade hier so ein bisschen am Zocken und dann dachte ich mir, ey, es wäre doch ziemlich mies, wenn einfach nur die Leute was gewinnen könnten, die einfach in der Nähe von Köln wohnen, also eben zu diesem kleinen Treffen hinkommen konnten. Und deswegen dachte ich mir, werde ich jetzt einfach hier in diesem Video nochmal 3 PSN-Cards raushauen für euch, Paulberger. Ja, die habe ich gerade eben schon auf Amazon geholt. 3x20er PSN-Card-Code habe ich schon. Und da würde ich einfach mal behaupten, oh, warte mal, da ist ein Gegner. So. Okay, Leute, ich muss jetzt auf jeden Fall hier mal schnell woanders hinfliegen, weil da waren einfach gerade gar keine Gegner mehr. Aber war ich stehen geblieben. Genau, auf jeden Fall würde ich behaupten, machen wir jetzt hier auch noch ein kleines Gewinnspiel. Einfach für euch, für meine Zuschauer, für die Leute, die jetzt eben nicht schnell nach Köln mal eben kommen konnten, Leute. Und zwar habe ich mir einfach noch 3 PSN-Cards geholt. Ey, diese Shotgun ist so schlecht, ne? Oh. Oh, ein bisschen veraimt. Und zwar habe ich mir jetzt einfach noch 3 PSN-Karten geholt, Leute.
So, check. Und ich würde sagen, ihr wisst, wie das Ganze läuft mit den Gewinnspielen. Und zwar schreibt einfach einen Kommentar, also erstmal auf Ehre natürlich ein Like da lassen. Schreibt einfach einen Kommentar, warum ihr die PSN-Cards gewinnen wollt, oder eine davon besser gesagt, die V-Bucks gewinnen wollt. Zum Beispiel sowas wie, keine Ahnung, ich hatte gestern Geburtstag oder ich darf kein Geld für Fortnite ausgeben oder sowas. Und ganz wichtig, dazu noch euren Insta-Namen dazu schreiben, damit ich euch dann per Instagram Direct Message dann euch anschreiben kann, die drei Gewinner, die dann ausgelost werden, und euch dann euren Code zusenden kann. Oh, da liegt eine... Ach scheiße, ich dachte, es wäre eine Combat. Ja, komm, ich nehme die trotzdem, die ist immer noch besser. So. So machen wir das hier. Komm, bleib mal hier, Metz. Oh ja, leckere Combat, Leute. Ich schwör's euch, Combats beste Shotgun. Ey. Ey, hör doch jetzt mal auf abzuhauen, Mann. Ah, jetzt kommt er, ne? Alles klar. Okay, Leute, dann würde ich mal sagen, ihr wisst, was zu tun ist. Wenn ihr jetzt die PSN-Karten noch gewinnen wollt, lasst ein Like da, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und bis dann, haut rein, Leute, euer Kramix.